Just in case, hier sind wir wieder bei Fallout New Vegas. Und ja, ich habe in der letzten Folge auch schon nachgeladen. Ich habe jetzt nicht zwischendurch einen Schuss abgegeben. Nein. Oh, sollte schon drauf losspielen, da habe ich ihm freundlicherweise darauf hingewiesen, dass die Aufnahme ja noch gar nicht läuft. Und ich so, hat er gerne gesehen. Genau. Oh nee, du kommst besser, wenn du die Pistole wirfst. Oh, jetzt ewig zum Nachladen. Einfach beherzt mit Schmackes in die Fresse und dann ist er weg. Das ist so gefallen. Ich kann aber stehen bleiben, ey. Hallo! Wie so ein Zappelphilipp, ey. Oh, da ist wieder einer. Ey, ich rast aus. Oh, Nest. Vielleicht musst du irgendwas ausschalten, die Marke, ja, oder die Rakete oder so. Sonst spawnen die vielleicht immer wieder nach. Das ist die doof. Oh, da ist ja wieder einer. Schieß jetzt die Rakete ab. Das ist Wahnsinn, du kannst doch nicht die Rakete abschießen, Ulysses. Oh, ich schieße jetzt die Rakete ab. Wo schneide ich hin? Was muss ich machen? Na, keine Ahnung, du hast doch jede Menge Questmarkierung. Da unten! Terminal! Du weißt, was gleich passiert, ne? Es wird egal sein, was du machst. Reparieren 100 erforderlich, die haben wir nicht. Doch. Klar. Ich will das Thema konfigurieren. Hm. Du? Was hast du denn jetzt gelernt? Gut! Augen auf im Straßenverkehr, lieber Robert. Wir müssen wirklich mal wieder aufpassen mit den Stimpacks. Wie viel haben wir noch? 15. Oh. Ja, da sollten wir uns keine blöde Line mehr leisten. Ich tu mal hier ein paar Sunset Sazer Parilla trinken. Aber wir haben doch jetzt relativ, du hast relativ viele TP, oder? Lohnt sich das gerade? 199. Oha, oha, nee, okay, dann kuddelt das Ding, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das jetzt? Das ist gerade irgendwie mit der Maus scheinbar, aber gleichzeitig, der spinnt manchmal mit dem zweiten Monitor rum. Nimm mal hier noch ein Super Stim Pack, ja, hab ich jetzt relativ fresh wieder gemacht. Immer rein damit. Haben wir 46 von. Schmecken lassen. Rein. Ja. Das ist ja echt krass, die Rakete. Natürlich der hier mit seinem, sagen wir, Flammenpatronenwaffe, da ist relativ imbar. Sonst kriegen so viel Damage, hast du jetzt nicht gekriegt. Das war's. Boah, ey, was? Lass mich! Oh. Wir brennen wieder. Naja, erfahrungsgemäß können wir das ja ganz gut ab. Ich glaube, wegen einem verkrümmelten Körperteil braucht man her, wobei. So. Naja, wobei, Sie hörten Matthias sein. Ich könnte das jetzt nicht verwenden. Ist vielleicht der Reihe nach? Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich wäre ich erstmal. Seite. Nee. Da muss ich jetzt auch vorne hin, ehrlich gesagt. Oder? Ja. Macht aber auch wahnsinnig, ne? Mach mal ein Quicksave. Kann nie oft genug speichern. Nimm mal das Terminal hier. Ja. Jetzt machen wir das. Jo. Oh, so. Eins noch. Hätte man von Anfang an gewusst, dass das so einfach ja, ist. Ja, wirklich gut. Ey! Ach, das meinen die mit deaktivieren. Super. Na, ist doch trotzdem cool, dass du ein bisschen geballert hast. Das war ein bisschen Actiongebot für die ja, Leute. Ja, natürlich. So wollte ich's. Ja, na, freilich. Das war von Anfang an. Dein Plan. Ja. Gut. True story. Ah, jetzt sind auf einmal alle Feinde weg. So schnell geht das. Nee, später Gezeiten. Zeichneten. Gezeiten. Oh, ich sehe die Ebbe kommen. In der Speer der Gezeiten. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo uns hier hinten lohnt. Ist das das Terminal? Nee. Hier unten irgendwas, hat das da? Nee, oder? Das ist das. Doch. Oder zu Ulysses direkt. Alter Ruhm. Ja, heut? Ach nee, nehmen wir nicht mit, hässlich. Lass liegen. Oder wie viel ist denn das wert? Nee. Hansa Büchse, also die nehme ich auf alle Fälle mit. Stimmt weg.
Staubmantel. Stimpeck. Stimpeck? Schütze anders. Vielleicht können wir mit Ulysses Maske unsere reparieren. Vielleicht hat die irgendwie Special Eigenschaften oder so. Strahlenresistenz plus 50. Die sind natürlich nicht schlecht. Alter Schawutzki-Putzki, hätten wir das gewusst, hätten wir die DLCs eher gemacht. Gut, ich glaube, wir haben generell relativ lange mit den DLCs gewartet. Da brauchst du jetzt nicht aufsetzen mehr, ich meine. Achso, doch. Okay. Just in case. Gut, man muss aber dazu sagen, ich habe die DLCs auch nicht von Anfang an besessen. Ich habe die erst zwischendurch mal beim Steam Sale gekauft. Ich könnte doch einfach mal nachgucken, was unsere Aufgabe ist. Fällt mir gerade zu ein. Nee, das geht nicht. Das Questlog hasst dich. So, kümmern Sie sich um Ulysses, weil der ist relativ tot. Was man hier mit kümmern? Das mache ich hier und zeig schon auf den. Nicht, dass das jetzt hier irgendwie. Vielleicht musst du doch irgendwie ein besonderes Item von ihm mitnehmen. Einfach mal. Ja, den Klumpatsch. Ja. Das wäre natürlich in hohem Maße witzig. Das wäre schon der zweite DLC, der im Finale einen riesen Bug hat. Das kann ich nicht verwenden. Ich brauche Eddie dazu. Ist klar, der muss jetzt das. Oh, boah! Oh! Da unten. Aber wenn ich den Film kommt ein neuer. Ist nicht gesagt. Doch, doch. Hast du gesagt. Das ist doch total nervig. Wo sind denn die? Ich brauch. Ich nehme mal noch ein. Ey, es nervt mich gerade irgendwie ein bisschen. Ach, das kannst du gut vertuschen, muss ich sagen. Also Hut ab. Gucken, was das jetzt hilft. No, nicht mehr los, ohne. Ich würde ihn jetzt einfach mal ein bisschen. Ist der mal mein Gemüse weg? Gemüse! Kommen die her? Ach, aus den Türen hier. Sicher? Ja, weil die erfordern einen Schlüssel. Ich vermute mir, spawnen die immer nach. Ja! Das ist ja, warte mal, ich könnte mal. Guck mal auf die lokale Karte, wo Eddie ist. Was ist das? Nee, schade. Das wäre cool. Zu geil. Das wäre richtig nice. Die den aus der Hand. Das wie ein Android-Bot dran. Ach, da wacht er. Muss ich den bloß ein bisschen ablenken hier? Ja, nee, Eddie. Das ist natürlich scheiße, wenn er sich immer mit denen beschäftigt. Das passt über den Boden. Die Aufgaben. Oh lol, Eddie musste bloß aufstehen. Okay. So ein Pfeffer. Das Ende. So. Was mit dem gemacht, Mensch? Ich war purisiert. Das hast du gut gemacht. Aber gut, dass der Brennstoff noch erhalten geblieben ist. Ja, Moment, na, fahren wir endlich mal einen Altstoffhandel. So, Ulysses ist tot. Was ist der? Död. 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 Mit Doppel Död. Da liegt er. Tada. Ja, auf der Everything. Ja, in Sachsen gibt es nämlich noch einen Buchstaben zwischen O und Ö. So, versucht den Abschuss zu stoppen. Raketen auf RMK und Caesars Legion umleiten. Raketen auf Caesars Gebiete umleiten. Counter beschleunigen. Caesar? Ja, warte mal, ja. Es gab doch diese eine hier, dort wo sich Hase und Fuchs guten Nacht sagen. Da musste man hier doch irgendwas Bestimmtes machen. In dem DSC? Ja. Und wo war das jetzt von mir, dass ich. Das weiß. Na dann wahrscheinlich auf der RNK. Sicher? Ja, wenn schon, denn schon. Dem? Ich weiß nicht, ob du auf RNK. Na dann lass knacken. Beides. Hiermit werden die Ulysses-Raketen auf Ziele im Herzen RNK abgefeuert. Das bedeutet, dass Atombomben auf die dortigen Standstädte. Nein, möchte ich nicht. Ah, da gab es, glaube ich. Gab es doch die Power-Rüstung. Sollen wir die Konsole ignorieren, nochmal speichern? Ja.
Mach mal ein extra. Haben wir noch ein paar Spielstände offen? In der Tat. So. Dann würde ich es einfach mal auf RNK und Caesar, oder? Immer feste drauf. Fehlgeschlagen, halt, das war unsere Aufgabe. Was, fehlgeschlagen? Ja. Nee, da will ich jetzt nochmal, was jetzt überhaupt unsere Aufgabe war. Super. Also man sollte uns nie an der Turmsprengköpfe lassen. Halt, nein, zurück! Das Ding ist in der Luft, haben Sie es richtig programmiert? Brechen keine Sie Ahnung, den, was war meine Aufgabe? Achso, brechen Sie den Raketenstart ab. Achso. Nee, das will ich nicht machen. Oder? Ja, dann ist sie. Ach klar, mal komm, wir stoppen das. Zur Not machen wir halt mal hier unseren TCL da durch. Das ist zwar uncool, aber wir wollen die Aufgabe schaffen. Ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung, ob es da was Vernünftiges gab. Experimentprotokoll 369248-A. Augenbot Duraframe. Universelle Schnittstellen außer Kraftsetzungssystem. Leitung durch Dr. Whitley. Erste Tests des Systems waren vielversprechend. Gegen ungesicherte oder leicht verschlüsselte Ziele haben die Augenbots eine Erfolgsrate von 98%. Stärker geschützte Systeme sind noch problematisch. Militärverschlüsselung bietet eine Möglichkeit für kritische Überlastungen von Schlüsselsystemen. Die Tests wurden zum Schutz der Roboter beendet, denn momentan würden sich unsere Augenbots beim Hacken militärischer Netze noch selbst rösten. Willst du damit sagen, du kannst die Rakete aufhalten? Nein, Eddie, ich lasse nicht zu, dass du dich so opferst. Es muss eine andere Lösung geben. Also du als ich, packen wir es an. Ich würde das zweite nehmen, oder? Nein, Eddie. Du bist dir da wirklich sicher? Okay, dann halte die Rakete auf. Alles Gute. Mir egal, ich verändere einfach selbst das Ziel der Rakete, die RNK habe ich eh nie gemacht. Ah, okay. Also entweder wir tun die Rakete aufhalten oder zerstören Eddie. Aber wenn wir das jetzt hier nehmen, haben wir vielleicht als Aufgabe, die da umzuleiten. Was? Also wenn wir jetzt sagen, RNK ist scheiße, dann kriegen wir das vielleicht als Aufgabe und werden wir sagen. Designiertes Piepsen, ich glaube Eddie ist enttäuscht. Oder? Weißt du, was wir uns mal für eine Aufgabe gesetzt haben oder für ein Credo? Was? Wir probieren nicht mehrere Optionen durch, wir nehmen einfach das, was wir als erstes machen wollten. Also aufhalten. Genau, weil wir halt das Spiel so spielen, wie es halt kommt. Genau. Gut. Deswegen machen wir jetzt einfach das Erstbeste und machen danach auch nicht irgendwie einen Quickload oder so. Wir ziehen es einfach durch. Eine Blendgranate hinzufügen. Na, Eddie ist Sack halt. Also, oh nee, jetzt wird den ganzen Schrott wieder. Nein, Hubert, tut mir leid. Irgendwo ist nur ein Kopf, den wir nicht zerstört haben. Das wurmt dich ein bisschen, was? Ein bisschen, ja. Das sieht schon spektakulär aus, ja, irgendwie. Definitiv. Da ist er weg. Eddie. Da muss sie schnell zum Canyon Break. Ich bin voll überlastet. Und kann nicht hinten. Das war jetzt aber nicht unser Ödland-Eddie, oder? Nee. Ja, liebe Freunde, ich kann leider nicht schneller rennen. Das Blöde ist, so kann man ja nicht mal Quicksave machen. Schnellreise. Speichern kann ich, kann man halt bloß in den Pitboy. Dann haben wir denn irgendwas gemacht? Das ist ein Pitboy. Ja, um Stuff wegzuschmeißen. Ach, du kommst da nicht. Oh. Ja, ne? Und sonst so. Naja. Ja, nee, ja, explodiert gerade alles. Da ist eine nukleare Explosion in Coming, da kann man schon mal die Ruhe weghaben. Ah, ne, klar. Ich meine, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Tot sein, aber. Am Ende der Auseinandersetzung blieb nur noch der Kurier im Herzen der Kluft übrig. Der wahre Kurier. Kurier 6. Der Kurier riss die alte Flagge des Commonwealth von den Seilen und warf sie über die Leiche. Ob aus Respekt oder aus Wut wegen der Leiden,
die er erdulden musste, um so weit zu kommen, ist nicht bekannt. Die Geschichte lässt manchmal Raum für Interpretationen. Nur der Kurier selbst könnte uns Gewissheit verschaffen. Ah, alles klar. Ach, Hubert, stell dein Licht nicht so unter den Scheffel, das stimmt überhaupt nicht. Ich finde es so geil wie bei Star Wars, wenn R2-D2 redet und alle verstehen ihn dann einmal. Aber Luke Skywalker braucht seinen X-Wing-Übersetzer. Der Kurier kehrte seiner Heimat erneut den Rücken und wanderte durch die tückische Kluft wieder zurück. Die Tunnelgräber und Gezeichneten ließen die einsame Figur so passieren, als hätte der Kurier das Recht dazu. Oder als hätten sie Angst. Der Kurier ging weiter. Erneut bis zur Grenze der Kluft. Dies war sein letzter Weg von der zweiten Schlacht um den Hoover-Staudamm. Dort lag am Boden ein letztes Paket, das von einem anderen Kurier stammte. Eine Truhe mit einem Geschenk und einer Nachricht. Den Inhalt solcher Nachrichten kennen nur die Kuriere selbst. Die Lichter leuchteten über der Kluft. Als Erinnerung an die Geschichten der alten Welt, die in der Gegenwart gedeutet werden wollen. Es heißt, der Krieg sei immer gleich. Für den Menschen gilt das nicht. Er kann sich seinen Weg aussuchen. Diese Straße war nun zu Ende. Ziemlich abrupt, wie der Dialog endet. Ja, fand ich auch gerade. Ich finde diesen Spruch, den Fallout geprägt hat, immer total cool, diesen Krieg bleibt immer gleich. Die Feuer des Armageddon, die Kluft spaltete Städte, brachte die Haut dazu, sich vom Knochen zu lösen und war eine Bedrohung für die ganze Welt. Doch sie haben die Kluft überlebt, aufgehalten. Sie können für eines ihrer Spezialattribute einen Punkt vergeben und eine neue Spezialfertigkeit auswählen. Zusätzlich verbessert sich ihr Ruf bei den Anhängern der Apokalypse, der stählernen Bruderschaft, weil sie ein weiteres Armageddon verhindert haben. Sehr schön. War dann doch die richtige Entscheidung, denke ich. Yay! Was nehmen wir? Vergöttert. Puh, was nehmen wir denn? Na, wenn wir Stärke nehmen würden, könnte man mehr tragen. Das ist wahrscheinlich sinnvoll. Ja. Nee, nur noch Stärke. Ich denke schon. Bei Intelligenz brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja schon Wissenschaften so auf 100. Geschlossen. Weißt du, wie lange wir da gelaufen sind? Gut, ja, bestimmt, die ganzen Tunnelgräber haben bestimmt gedacht, wenn der Typ so bedächtig ist, das ganze Zeug. Aha. 100 Raketen, pack die ein. Das sind hier. Das ist unser Stuff, oder? Ja, das ist unser Stuff von dort. Okay. Gut, liebe Freunde, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge mal an. Ganz genau, das mache ich dann nämlich. Vielleicht tun wir vor der nächsten Folge mal kurz einen Abstecher nach Norwegen machen und ein bisschen Zeug umschlichten. Ja, würde ich auch sagen. Gut, dann sehen wir uns in Folge 313 wieder. Bis dahin. Genau. Habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen